Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Portal. Im letzten Part. Help! Aber du hast doch Wasser. Du kannst den Kuchen backen. Naja, sehr simplen Kuchen. Ein Wasserkuchen. Nicht weiter wichtig. Ja, das dachte ich mir. Ich habe einfach bezweifelt, dass man das kann. Okay. Ach, verdammt. Hat geklappt. Ich hasse dich nicht. Kannst du mich hochlassen? Nein? Oh, ich soll da rein. Nein! Sie sind kein naja, doch. Guter Mensch, das wissen Sie, oder? Gute Menschen landen nicht hier. Das dachte ich mir bereits. Ne, gerade. Oh, oh, oh. Ist da hinten etwa noch einer aktiv? Du scheinst mir etwas defekt, darf ich das mal so sagen? Ich mag dich. Hallo. Du kannst schön tanzen. Wupp, 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 wupp. Stell dich hier hinten hin. Damit ich dich nicht aus wie ein Umschubse. Tanzst du gerade? Du kriegst noch ein Radio. Dann kannst du Musik hören. Oh oh. So ist fein. Willst du auch einen Stuhl? Nein, geht nicht. Versuchen wir doch mal die Treppe. Nein. Ja, tut mir ja fast leid. Ne, Moment, ich mach's geschickt. Nein! So, jetzt bin ich hier oben schon mal. Hopp! Und von da aus kann ich einfach hier rüber hüpfen. Und, ja, dann gehe ich einfach da hinten lang. Caution! This equipment starts and stops automatically. Hallo. Hiya! Na? Guck mal, wir machen ein Portal. Fehlfunktion. Ich verzeihe dir. Die sind so lieb. Wie kann etwas, was mich töten will, nur so lieb sein? Ich verstehe das nicht. Hä? Ah. Irgendwie will das nicht. Hoja! Was? So. Das war alles so gewollt, ganz sicher. Aber komm auf jeden Fall voran. Das ist ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Licht. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte sie. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist ihnen ganz gleich, stimmt's? Ja. Das ist die letzte Chance. Kann man hier vielleicht mit etwas Geschick... Ich glaube nicht. Okay, wir können hier nichts mitnehmen. Hallo. Na, was bist du? Oh, oh. Ich ahne Schlimmes, ja.
Nein, das war nicht richtig. Wir wollen die Raketen da drüben hinhaben. Dann machen wir es doch einfach am simpelsten, und zwar so. So, wo wollen wir die nächste hinhaben? Der wird ja nicht nur einmal gebraucht werden, das nehme ich einfach mal an. Ja, fein. Du gehst jetzt erstmal da hinten hin. Falls wir dich nochmal brauchen. Haha, ich habe das Rohr kaputt. Bekommen. Hey, nein, ich will den mitnehmen. Komm mit, Kyubi. Ich habe schon mal einen wie dich verloren. Nochmal wird mir das garantiert nicht passieren. Nee, du machst dich zwar etwas dick im Gang, aber das passt schon. Wow. Ich fühle mich gerade ein bisschen... Alles dreht sich. Na toll, jetzt muss ich wieder zurück mit Kyubi. Ach, mein Würfelchen. Magst du auch deine Ecken und Kanten haben, aber eigentlich mag ich dich. So wie du bist. Das mit den Ecken und Kanten war echt ziemlich flach, habe ich recht. Ja, ich nehme es an. Oh, Daten werden geladen. Ja. Na. Man muss nur kurz was sagen. Haha. Und ich habe immer noch meinen kleinen Würfel. Gülle. Das ist wunderbar. Mein Auge tränt gerade aus unerfindlichen Gründen. Ich hasse dich nicht. Ich finde das toll, wie lieb die alle sind. Die hegen keinen Zorn. Ganz anders als GLaDOS. Aber auch dich werfe ich raus. Hehehe. Hallo? Nicht? Nicht? Ich stelle ihn so ab. Okay. Moment, wo ist mein Würfelchen? Nein! Da. So, und jetzt können wir hier arbeiten. Da haben wir sowas. Ich habe fast das Gefühl, ich kann dich nicht mitnehmen. Oder ist es nicht gewollt, dass ich dich mitnehme? Tut mir leid. Hä? Ich bin etwas verwirrt, um ehrlich zu sein. Nein! Na,
Nein. Nein. Oh, ich hab's geschafft. Wie kriege ich meinen Würfel jetzt? Nein. Haha. Meiner. Mein Würfel ist halt ein Lebensretter. Moment, ich habe eine Idee. Ihr kommt erstmal in den Müll. Ach, ihr seid doch Kacke. Nie hört ihr. Hui! Herkomm. Ein sehr schöner Würfel. Ein treuer Würfel. Ich weiß übrigens nicht, warum ich ihn mitnehme. Es ist nicht relevant für das Spiel. Also man muss ihn nicht mitnehmen. Nicht, dass ihr... Will? Bin ich da gerade aus Versehen wieder runtergegangen? Ups. Ah, da hinten ist der, den ich leben gelassen habe. Niemand kann sagen, ich töte hier unnötig leblose Dinge. So. Irgendwas habe ich vorhin falsch gemacht, scheinbar. Ich weiß nicht mal so genau was. Aber ich habe einen Würfel. Das kann auf jeden Fall kein Fehler gewesen sein, diesen mitzunehmen. Mach dich doch nicht immer so breit. Hier wieder so eine Präsentation. What is Black Mesa? Bla bla bla. Das ist eine große Halle. Wäre doch schade, wenn jemand gegen die Fenster Stühle wirft. Nein? Okay, dann nicht. Nein! Ein Vaporisierungsfeld. Nein! Ich war doch noch gar nicht so dicht. Ich wollte, dass er hier auf mich wartet. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Hallo. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Was ist das? Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Ha! Das ist eine Brennkammer. Du hast meinen... Kubus damals getötet und ich werde jetzt... Das Ding lieber in Ruhe lassen. Es scheint dir sehr wichtig zu sein. Ich werde dieses Ding, glaube ich... Glauben Sie etwa, ich spiele okay, jetzt psychologische geht nicht. Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Mal sehen. Ah, hier ist ein Schalter. Und was geht damit wohl auf? Na gut, schön. Berühren Sie es. Heben Sie es auf und... Oh, es explodiert. Machen Witze. Hehe. Das sollte nicht passieren, tut mir leid. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Sollen das hast du auch verdient. Und wir hören einfach auf. Psycke. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Da sie ist der Lina, ne? So. Jetzt gibt's eine Überraschung. Kern. Überraschung in 5. Das sind nämlich 4. GLaDOS Kerne. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht diese passieren. Kugeln und sie, ja. Aus mir herausfiel. Was ist sie hat halt mehrere überrascht. Von. Das habe ich noch nie gesehen. Und ich denke, es wird nicht zu unserem Nachteil sein, wenn wir all diese zerstören. Denn GLaDOS wollte uns ja eh schon töten. Was soll uns denn noch passieren? Verärgern können wir sie ja nicht noch weiter. Also es wird, macht keinen Unterschied für uns. Nein! Grrr. Der Kern weigert sich. Aber sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen.
Na? Witze. Haben Sie das Aperture Science-Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science-Intelligenz-Notverbrennungsanlage geworfen? Richtig. Das ist ja wohl das Blödeste, das je... Oh, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Es sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin... War da ein Kuchen? Da war ein Kuchenbild. Ich hab's gesehen. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Traumabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Von wo aus kann ich dich treffen? Ich habe nämlich eine Idee. Als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Nee, das trifft nicht. Und Ihnen guten Rat geben schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Nee, das ist schief. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Nee. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen hier getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Ich glaube, ich muss den mehr hierhin machen. Ihr seht auf jeden Fall, worauf es hinausläuft. Wir versuchen sie jetzt durch die Portale mit ihren eigenen Raketen zu treffen. Und dadurch... passiert was? Oh, da. Ein weiterer Kern. Der wird durch so ein komisches Feld an ihr gehalten. Ich habe genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Was ist das? Ich halte das für den Neugierde-Kern. Er ist zumindest sehr neugierig. Tschüss! Oh, Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... Mir geht's besser. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, ja, komm, triff! Von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich von da treffe ich auch, wow. Kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit all... Ich glaub dir nicht mehr, GLaDOS. Du erzählst sowas immer. Wie soll ich dir nur vertrauen? Nicht kommen, weil sie ach, verdammt. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame und... Ja, das erfindest du nur. Niemand trauern wird. Für Schokolade. Um die niemand trauern wird. Das ist der Kuchen. Genauso Kern. Steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Ich glaub ihr nicht. Nein, wir hören ihr nicht zu. Sie will uns nur beeinflussen. Sie will nur, dass wir in Selbstmitleid zerfließen. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Ich werde hier nicht draufgehen. Ich weiß es, nicht jetzt. Sie finden es schneller heraus, als ha! Ich erklären kann. Wie viele Kerne hast du jetzt noch, GLaDOS? Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Schwanz. Sie kann doch gar nicht ersticken, sie ist ein Roboter. Natürlich, absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Du bist ja auch ein Roboter, du hast Müsli? Roboter-Müsli? Erzähl mir mehr. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie? Tja, sie verschenken ihre Zeit. Aggressivität. Ah, ich habe Angst vor diesem Kern. Der scheint mir sehr aggressiv. Geh weg. Ums Überleben. Dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen soll. Mir wird nichts Schlimmes zustoßen, wenn du erstmal weg bist, GLaDOS. Oh oh. Oh oh. Was sind Sie? So blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Sie sind nicht klug. Sie sind kein Forscher. Sie sind kein Doktor. Sie sind nicht mal vollzeit angestellt. Oh oh.
Ich hab Angst. Wo ist mein Cube? Hilf mir, Cube. Ich versuche abzuhauen. Mach die Tür auf. Nein. Nein. Oh nein. Weißes Licht. Bin ich tot? Da links steht GLaDOS. Wir sind draußen. Außerhalb von Aperture Science. Und wir scheinen zu leben, sonst könnten wir wohl nicht mehr sehen. Das ist eine kleine Vermutung meinerseits. Da war Partymusik. Habt ihr es gesehen? In der Mitte ist ein... Ich verrat's nicht, falls ihr es noch nicht erkannt habt. Trommelwirbel! Kuchen! Und links ist unser Cube. Unser Begleiter-Kubus. Hallo, ihr Augen. Test Assessment Report. This was a triumph. Das ist eins der schönsten Lieder, die es als Credits-Songs überhaupt gibt. Einfach weil der Song nochmal über die Geschichte erzählt, was passiert ist. Es ist einfach schön. Viel Spaß damit. Macht's gut. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Maybe Black Mesa, that was a joke.